Damit kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt für heute 23. Damit Dresden weiter summt, Aktionsplan gegen das Bienensterben und Einreicher ist Bündnis 90 Die Grünen. Herr Dr. Deppe, bitte. Ja, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Schluss kommen die Bienen und es summt hier im Saal. Damit Dresden weiter summt, so haben wir unseren Antrag überschrieben. Niedlich mögen manche von Ihnen dabei denken, typisch die Grünen, da reiten sie wieder ihr Steckenpferd, haben wir keine anderen Sorgen. Sicherlich haben wir auch andere Sorgen, über die wir heute auch gesprochen haben, aber auch die Bienen machen uns große Sorgen. Seit einigen Jahren sind wir mit einem massiven, erschreckenden Bienensterben konfrontiert. Teilweise sind in einigen Jahren etwa ein Drittel aller Bienenvölker abgestorben und nach Auskunft des Deutschen Imkerbundes sind es auch von 2014 auf 2015 20% aller Bienenvölker gewesen. Über die Ursachen besteht nicht völlige Klarheit. Eine gewisse Rolle spielt die Varroamilbe. Aber eine von der EU eingesetzte Wissenschaftlerkommission hat 2014 herausgestellt, dass auch der Einsatz bestimmter Insektizide, Pestizide dabei eine große Rolle spielt. Es geht speziell darum, dass es die Neonicotinoide sind, die teilweise eine recht weite Verbreitung in der Landwirtschaft, aber auch im Gartenbau gefunden haben. Die EU hat ein Moratorium für den Einsatz dieser Neonicotinoide ausgesprochen. Es ist aber noch nicht klar, wie es weitergehen wird damit. Aus unserer Sicht ist es ganz wichtig, dass auf diese Pestizide verzichtet wird. Die Bienen, und da geht es bei diesem Thema eben nicht nur um Honig und die Honigbiene, Bienen, eben auch Wildbienen und andere Insekten, Hummeln, auch Schmetterlinge, nehmen eine ganz wesentliche Rolle in unserer Natur, in unserer Landschaft, in unserem Ökosystem ein, eine Schlüsselrolle. 75% unserer Nahrungspflanzen werden von Bienen und Hummeln bestäubt. 35% der weltweiten Nahrungsmittelproduktion sind unmittelbar von Bienen abhängig. Und es gibt sehr wohl Befürchtungen, dass wenn dieses Bienensterben weitergeht, dass dann tatsächlich auch der Obstbau gefährdet ist. Daher liegt es auf der Hand, dass es sehr wichtig ist, die Umwelt- und Lebensbedingungen für Bienen, Hummeln und andere Insekten zu verbessern und zu fördern. Und dabei ist auch eine große Stadt wie Dresden mit einem hohen Anteil an Wald und an Grünflächen sehr stark gefordert. Welche Handlungsmöglichkeiten hat nun eine Stadt wie Dresden? Darum geht es in unserem Antrag und da wollen wir dafür sorgen, dass die Stadt mit ihren Möglichkeiten einiges tut. Wir wollen, dass städtische Grünanlagen bienenfreundlich gestaltet werden. Wir wollen, dass von der Stadt Gehölze angepflanzt werden, die Bienen Nahrung bieten. Es geht darum, dass Berberitzen, das Schlehen, das Weißdorn anstatt von Thujas angepflanzt werden. Es geht darum, dass statt Rasenflächen Blumenwiesen angelegt werden und Blühflächen angelegt werden. Es geht darum, dass die Mathäufigkeit in bestimmten Bereichen verringert wird. Es geht uns um den Verzicht auf den Einsatz von Pestiziden im Gartenbau. Es geht uns darum, dass die Stadt versucht, Nisthilfen aufzustellen in den vielen, vielen städtischen Grünanlagen, die es Bienen die Besiedlung ermöglichen. Und dieses können auch Wohnungsbaugenossenschaften leisten. Es geht uns darum, dass Informationen an Kleingärtner gegeben werden, wie sie ihre Kleingärten bienenfreundlich gestalten können durch entsprechende Pflanzungen, aber eben auch durch die Aufstellung von Nisthilfen. Und wie gesagt, es geht nicht nur um Honigbienen, sondern es geht eben ganz zentral auch um Wildbienen. Nicht jeder Kleingärtner soll ein Imker werden, aber jeder Kleingärtner oder auch jeder andere Gartenbesitzer kann etwas tun für die Vermehrung von Bienen. Und es geht uns darum, dass Wildbienenprojekte in Schulen durchgeführt werden, dass zum Beispiel Schulimkereien angelegt werden. Wenn wir alle diese kleinen Maßnahmen umsetzen, dann können wir viel erreichen für Honigbienen und Wildbienen und die Sicherung ihres Platzes und ihrer Rolle im Ökosystem unserer Stadt.
damit Dresden weiter summt. Und damit bitte ich um Ihre Zustimmung für unseren Antrag. Vielen Dank. Mir ist nur eine Redebeitrag signalisiert worden. Herr Dr. Reuter, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, damit Dresden summt. Toller Titel, geradezu lyrisch, meine Damen und Herren. Aber der Titel allein macht es nicht, es kommt ja auf den Inhalt an. Und ich prognostiziere mal, ähnlich wie bei den Leitlinien für Pferdefuhrwerke, mit denen wir uns im Frühjahr dieses Jahres beschäftigen durften, geht es hier letzten Endes um viel Lärm, um nichts. Es gab viele Ausschussbefassungen, aber kein wirkliches Ergebnis. Der Antrag stammt aus dem Jahre 2014, März. Der Antrag stand insgesamt 17 Mal auf der Tagesordnung von 3 Ausschüssen und einem Beirat. Die erste Befassung im Umweltausschuss war am 10. März 2014. Hier hatten wir eine interessante Diskussion mit 2 Experten von der Initiative Biene sucht Blüte im Imkerverein Dresden e.V. Ich will jetzt nicht auf Einzelheiten eingehen, aber das Fazit der Diskussion damals war, der Antrag, so wie er formuliert ist, ist wenig hilfreich. Vieles wird bereits von der Stadtverwaltung praktiziert, aber beispielsweise hat die Stadt auf die Landwirtschaft kaum Einflussmöglichkeiten. Frau Schubert, damals Einreicherin von den Grünen, stellte fest, dass die Kritik am Antrag berechtigt sei und sie sagte eine Überarbeitung des Antrags zu. Ist nachzulesen im Protokoll der damaligen Ausschusssitzung. Diese Zusage ist aber offensichtlich der heutigen Fraktion nicht bekannt. Sie hat sie nicht erreicht. Hier sollte eventuell mal an der innerparteilichen Kommunikation gearbeitet werden. Uns liegt also der unveränderte Antrag zur Abstimmung vor. Weder die vorangegangene Ausschussdiskussion noch das Expertengespräch haben Berücksichtigung gefunden. Lediglich der Punkt 2 soll gestrichen werden. Die Verwaltung hat uns nun glaubhaft gemacht, dass der Intention des Antrags schon lange gefolgt wird, für bestimmte Forderungen aber ein Budget erforderlich ist, was der Antrag natürlich auch nicht enthält. Beispielsweise ist das Anlegen von Bienenweiden nicht zum Nulltarif zu machen. Hierfür sind zusätzliche Mittel oder wären zusätzliche Mittel erforderlich. Pestizide werden sowieso nicht eingesetzt. Und es gibt bereits zahlreiche Nutzungsverträge zwischen der Stadt und den Imkern. Ein allgemeines Bienensterben in Dresden gibt es nicht. Es betrifft die Wildbienen überhaupt nicht. Die finden in der Stadt genügend Nahrung. Und wenn überhaupt, dann betrifft es die Honigbienen. Und das ist oftmals auf die Monokulturen von Mais und Raps zurückzuführen. Das ist auch ein Problem der Energiepolitik, die betrieben wird. Und hier können wir den Landwirten nicht vorschreiben, was sie anzubauen haben. Es bestehen also kaum Handlungsnotwendigkeiten, die über den Antrag befördert werden müssten. Und ich denke, Frau Jänigen wird uns das bestätigen können. Meine Damen und Herren, zusammengefasst lässt sich feststellen, die Einreicher haben mit ihrem Antrag viel Lebenszeit der Ausschussmitglieder verschwendet. Sie haben die Ergebnisse der Ausschussdiskussionen nicht berücksichtigt, sodass uns nur die Ablehnung des Antrags bleibt. Dank Ihrer Mehrheiten würde zwar sicherlich trotzdem beschlossen, passieren wird aber wie beim eingangs erwähnten Antrag über die Leitlinien für Pferdefuhrwerke letzten Endes nichts. Dankeschön. Zu weiteren Wortmeldungen. Schluss für das Einreichen. Herr Dr. Tepp.
Also lieber Herr Reuter, was Sie hier zur Fachlichkeit sagen, das kann so nicht stehen bleiben. Ne? Sie sagen, dass die Wildbienen seien vom Bienensterben hier in Dresden nicht betroffen. Dann macht das Bienensterben anscheinend einen großen Umweg um Dresden. Ne? Lesen Sie mal nach, was dazu das Umweltbundesamt sagt. Ne? Lesen Sie mal nach dazu, was die Naturschutzverbände sagen. Wir haben es mit einem eklatanten Rückgang, gerade auch im Bereich der Wildbienen, zu tun. Ne? Und das, was ich zitiert habe über das Sterben von Bienenvölkern, das sind Zahlen, die vom Deutschen Imkerbund kommen. Ne? Und nochmal zum Handeln der Verwaltung. Ich kann nicht erkennen, wo in unseren städtischen Grünanlagen die Nisthilfen für Bienen aufgestellt worden sind. Und ich kann nicht erkennen, wie das in das Handeln der Verwaltung und des Grünflächenamtes bei der Bepflanzung neuer Grünanlagen umgesetzt worden sind. Von daher gibt es sehr wohl eine Notwendigkeit für die Maßnahmen, die wir in unserem Antrag vorschlagen. Vielen Dank. Herr Krien als weitere Wortmeldung. Eigentlich mal Schlusswort, aber es juckt ja auch in die Finger. Dass Herr Dr. Depper, wenn Sie wissen wollen, wo Misthilfen für Bienen aufgestellt sind, dann kommen Sie bitte zur Mündung des Maltengrabens, wo in die Lockwitz mündet. Dort stehen welche. Weitere Wortmeldung gibt es nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Antrag in der Empfehlung des federführenden Ausschusses seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich ums Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? Nein. 38 Ja, 25 Nein, 3 Enthaltungen, damit angenommen. So, damit hätten wir die heutige Tagesordnung geschafft. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken und einen schönen Feierabend wünschen. Schließe die Sitzung des Stadtrates. So. Ja.